dann soll meinetwegen die nächste Nintendo-Konsole halt mal 400 bis 500 Euro kosten, aber dann bitte auch mit anständiger Power. Dann möchte ich aber auch bitte Leistung sehen fürs Geld. Dann möchte ich mal gerne ein Zelda-Spiel mit Raytracing erleben. Das wird doch wohl mal möglich sein irgendwann, wenn sich Nintendo mal zusammenreißt und anständige Hardware einkauft und verbaut. Es wird wahrscheinlich nie der Fall sein, aber stellt euch mal vor, wie geil das wäre, ein neues Zelda-Spiel mit einer natürlich deutlich realistischeren Grafik. Ist jetzt nicht so wie hier in Tears of the Kingdom, sondern schon wieder ein bisschen ein realistischerer Grafikstil. Und das sieht dann einfach so ähnlich aus wie Final Fantasy 16, aber eben auf einer Switch Pro. Wie krank wäre denn das? Also wie geil wäre das denn? Das wäre richtig saftig. Aber ich glaube, da kann ich die nächsten 10 Jahre warten, wird Nintendo das trotzdem nicht bringen. Also ich brauche nicht mal 4K, ja? Ich brauche jetzt kein 4K von Nintendo, das muss gar nicht sein. Aber es wäre doch mal schön, wenn alle Spiele flüssig mit 60 Bilder pro Sekunde 1080p laufen, weil das kriegt ja nicht mal Tears of the Kingdom hin, dass das mit 60 Bilder pro Sekunde läuft. Und das nur, weil die Switch dafür nicht stark genug ist. Es könnte so einfach sein. Stell dich mal vor, ein Zelda, das aussieht, also ähnlich wie Final Fantasy 16, flüssige Full-HD-Auflösung, meinetwegen sogar 2K, also 1044p, 60 Bilder pro Sekunde und Raytracing, Digga. Ich weiß gar nicht, ob Nintendo überhaupt weiß, was Raytracing ist. Vielleicht wissen sie es, aber dann baut das bitte in eure neue Konsole ein. Zelda mit Raytracing. Das wäre so babamäßig. Nintendo muss das ja einfach nur machen. Die müssen ja einfach nur die Hardware dafür einbauen. Und kommen jetzt nicht von wegen mit Chipmangel, weil das Sony hat das ja auch nicht davon abgehalten, anständige Hardware in die PS5 einzubauen. Well. Und dann, ja, dann kostet die neue Nintendo Switch Pro, Ultra, Switch 2, whatever, New Nintendo Switch, ist mir doch auch scheißegal, wie die nennen. Ist mir eigentlich auch scheißegal. Aber, ja, dann kostet die halt zum Launch mal 400 oder 450 Euro. Das sollen die Fans aber dann bitte nicht rumnutzen, weil wenn dann wenigstens anständige Hardware verbaut ist, wenn du dann wirklich ordentlich Leistung bekommst, wenn du bei einem Nintendo-Game mal einen Performance-Modus aktivieren kannst, dann immer her damit. Dann zahle ich das auch gerne. Wenn das dann anständige Leistung bietet, dann, ja, dann lasse ich mich das gerne auch was kosten. Weil dann kriege ich ja wenigstens auch was fürs Geld. Weil das kann nicht sein, dass Nintendo im Jahr 2023 immer noch hardware-technisch gefühlt 20 Jahre zurückliegt. Dass die noch immer gefühlte 20 Jahre hinterherhinken. Das kann nicht euer fucking Ernst sein, Nintendo. Was ist eigentlich mit euch? Also da könnte ich so abkotzen, dass die das nicht geschissen kriegen, meine anständige Hardware. Und das war jedes Mal so. Das war doch bei der Wii auch schon so. Die konnte nicht mal HD. Die ist 2006 gab es schon HD-Fernseher. Ja, nur so zur Info. 2006 gab es schon HD-Fernseher. Was war die maximale Auflösung von der Wii? Von der ersten, nicht die Wii U, die erste Wii? 480p. Also die war nicht mal HD-ready. Die konnte nicht mal 720p, die konnte nicht mal HD-ready darstellen, weil die einfach zu scheiße war von der Hardware. Hat sich zwar trotzdem wie geschnitten Brot verkauft, aber Hardware war trotzdem Dreck. Die Hardware war trotzdem scheiße. Die konnte nicht mal HD darstellen, also nicht mal HD-ready war die Wii in der Lage darzustellen. Die hatte nicht mal einen HDMI-Anschluss und das im Jahr 2006, wo es schon längst HD-Fernseher gab. Was für eine Fehlentscheidung wieder mal seitens Nintendo. Warum haben die sich eingebildet, die Leute hätten noch keine HD-Fernseher und das ist nicht nötig? Klar, gab's doch schon.
Bro, die fucking PlayStation 3 hatte schon HDMI. Die PS3, die ist auch 2007 erschienen, nur ein Jahr später, die hat den HDMI-Anschluss. Aber Nintendo so, HDMI, weiß nicht, nee, wollen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt das, nee, dann können wir die Wii nicht so billig anbieten, so, dann ist halt die Bildqualität mal, dann ist die halt schlechter. Boah. Ich verstehe sowas nicht. Wer bei Nintendo entscheidet sowas? Aus marketingtechnischer Sicht ist das doch eigentlich eine Vollkatastrophe. Das gehört doch einfach auf die Finger gehauen. Aber mit Schmackes. Mal so richtig bam, möchte ich schon auf die Finger hauen und sagen, ey, Alter, so geht's aber nicht. Das kann so nicht weitergehen. Ihr könnt doch nicht immer nur das Billigste vom Billigsten nehmen, nur weil ihr denkt, das verkauft sich eh gut genug. Aber dann leidet die Qualität der Spiele drunter. Weil immer, wenn ich mir anschaue, bei diesen Multiplattform-Spielen, also Spiele, die jetzt wirklich für alle Konsolen kommen, kommt für Xbox, kommt für PlayStation, kommt für PC, kommt für Switch, dann ist meistens die Switch immer die Version, die am beschissensten läuft. Aber warum ist das denn so? Aber vielleicht, weil die Hardware einfach kacke ist. Das tut doch irgendwie weh. Also Nintendo-Fan. Du musst dich immer mit der abgespecktesten, schwächsten Version zufrieden geben, nur weil du eine Switch hast. Nur weil Nintendo nicht fähig ist, stärkere Hardware anzubauen. Ja, find er übrigens auch doof. Nintendo muss echt mal ein bisschen von dieser Casual-Schiene weg. Die müssen ein bisschen von dieser Casual-Schiene weg. Die denken, nur weil jüngere Leute das kaufen, müssen die keine anständige Hardware verbauen, aber das ist Quatsch. Also jüngere Spieler haben doch auch ein Anrecht auf gute Grafik. Oder nicht? Oder seht ihr das anders? Halt deine Klappe da oben. So. Ich meine, ich habe das so oft gesehen. Beispiel, was mir jetzt einfällt, Spyro. Spyro Reignited Trilogy. Nicht nur. Das ist bei vielen Multiplattform-Games der Fall. Nicht immer, aber oft ist es der Fall, dass die Switch-Version Monate später erst erscheint und dann läuft die aber dementsprechend schlechter. Da hast du teilweise, du hast wirklich teilweise Grafikruckler und deutlich längere Ladezeiten als wir jetzt auf einer PS4, 5, weil die Switch das einfach nicht hinkriegt. Du hast zum Beispiel bei Spyro Reignited Trilogy die Switch-Version, Digga, die laggt einfach im Ladebildschirm. Wenn du ein Level verlässt und Spyro da so über den Bildschirm fliegt, das ruckelt auf der Switch. Das ruckelt einfach. Das hast du bei der PS4 und PS5 hast du das natürlich nicht. Aber da, yo. Ein einziges Ruckelfest. Und das ist doch peinlich. Nicht nur, dass das... Also ich weiß gar nicht, wie viel später das erschienen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viel später die Switch-Version von Spyro Reignited im Vergleich zur PS4-Version erschienen ist. Kann ich jetzt... So aus dem Kopf heraus kann ich das gar nicht sagen. Jetzt stell dir vor, du wartest monatelang,
Ja, du wartest länger als die anderen Spieler, weil die können das ja schon auf der PS4 spielen. Du wartest länger als die anderen, dass das Spiel endlich auf die Switch kommt, was ein halbes Jahr oder länger dauern kann, und dann ist es endlich soweit, dann ist das Spiel endlich auch auf der Switch und du freust dich drauf, denkst du so, ja cool, Spyro endlich auf der Switch zocken, und dann, ja, dann ist es von der Performance aber eine absolute Katastrophe. Dann tut das echt ein bisschen weh, wenn man sich da so geduldig gezeigt hat, und dann wird man aber einfach, was das betrifft, wird man dann so hart enttäuscht. Das nur, weil die Hardware von der Konsole kacke ist. Das heißt, du hast ein halbes bis dreiviertel Jahr auf eine Konsolenversion eines Spiels gewartet, von der du gehofft hast, dass es geil wird, und dann ist es aber nicht so, weil die Hardware einfach Dreck ist. Weil die Hardware es einfach nicht besser hinkriegt. Musst du dich dann mit einer schlechteren Version zufrieden geben, auf die du sogar länger gewartet hast? Wenn du von Anfang an eine anständige Hardware in deiner Konsole drin gehabt hättest, hättest du das Problem gar nicht gehabt. Es gibt ja auch genug Spiele, und ich meine jetzt nicht mal die Exklusivtitel, es gibt genug Multiplattform-Spiele, die erscheinen dann trotzdem nur für PC, Xbox, PlayStation. Da wird auf die Switch-Version geschissen. Aus Gründen, die sich jeder wahrscheinlich denken kann. Und dann sitzt du da als Nintendo-Fan. Spiel XY wird angekündigt. Erscheint für Steam, erscheint für Xbox Series X, erscheint für PlayStation 4, 5. Und dann denkst du dir einfach nur so, warum nicht für Switch? Ja, warum denn nicht? Warum wohl nicht? Weil das gar nicht laufen würde. Ich meine, stellt euch das mal vor. Ratchet und Clank, Rift Apart, profitiert ja von der SSD in der PlayStation 5. Wodurch es absolut keine Ladezeiten mehr gibt. Das könnte auf der Switch ja nicht mal funktionieren. Das wäre da nicht mal möglich. So, was haben wir denn hier Schönes? Was sind wir überhaupt? Ah, da ist der Kalfenberg, alles klar. Also wie gesagt, das könnte ja technisch gesehen, wäre das ja impossible. So, der Gissa-Krater. Ja, und so ist es. So ist das. Da kann man sich den Mund fusselig reden. Schreien des Gissa-Kraters, aber Nintendo macht halt ihr Ding. So, der Equatag-Schrein. Und das Schlimme an der Sache ist, die fühlen sich ja dadurch bestätigt, dass sich ihre Spiele, so Höhle im Gisser gerade entdeckt, die fühlen sich ja dadurch bestätigt, dass ihre Spiele sich trotzdem super gut verkaufen, und dass sich die Switch an sich hat sich ja mega gut verkauft. Die ist ja die erfolgreichste Nintendo-Konsole ever. Das heißt aber trotzdem nicht, dass die Hardware geil ist, weil das ist sie nicht. Die Hardware ist Müll. Die Hardware ist einfach Schmutz. Kann ich ausrasten hier. Jo. Das ist immer dasselbe. Eishohlschwert. Es ist immer dasselbe mit Nintendo. Jedes Mal. Es kommt eine neue Konsole raus und Hardware technisch gesehen ist die Ass. Warum können die sich nicht einmal zusammenreißen? Geht es denn wirklich nur darum, dass sie die... Was ist denn der Schild der Winde? Der Lieblingsschild der Ornikrieger. Dank seiner windschnittigen Form behindert er den Träger nicht beim Luftkampf. Hey, sie jetzt nicht.
Also, da irgendwann, weiß nicht, hört man hier noch auf zu arbeiten. Ich kann sowas nicht verstehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Warum machen die das denn hier? Müssen die immer krampfhaft versuchen, der günstigste Anbieter zu sein von Spielekonsolen? Eine Elsternlanze. Müssen die denn immer notgedrungen hardware-seitig zurückstecken, damit sie billiger sein können als die Konkurrenz? Ist das der einzige Grund, warum die Switch so erfolgreich ist? Weil sie die günstigste Konsole ist. Und weil sie eher Casual-Gamer anspricht, als wie... Na, ihr wisst schon. Man habt ihr euch mal das Spiel hier, Tears of the King, habt ihr euch das mal auf einem Emulator angeschaut? Es gibt Videos dazu. Es gibt Videos dazu, wie unfassbar schön Tears of the Kingdom auf einem Emulator aussieht, wenn du die Auflösung hochschraubst und wenn das mit 60 Bilder pro Sekunde läuft, das ist ein komplett anderes Spiel. Das sieht einfach, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Müsst ihr euch echt mal anschauen. Das müsst ihr euch echt mal angucken. Da sieht man erst, wie gut dieses Spiel aussehen könnte, wenn Nintendo nur wollte. Aber sie wollen ja nicht. Sie wollen es ja einfach nicht. Offenbar wollen sie es nicht, ne? Offenbar wollen sie es ja nicht. Bro, Digga, wie soll man jetzt diesen beschissenen Kristall aus dieser Höhle rausbekommen, hä? Das kippt doch, die Scheiße kippt doch ständig um. Wie soll denn das gehen? Dieser blöde Dreckskristall. Das kann doch gar nicht klappen. Hier, kippt doch immer zur Seite. Was ist das für eine Scheiße? Und vor allem, was ich ja überhaupt so... Also, das ist überhaupt das Allerbeste. Weil das war Marketing vom aller peinlichsten, dümmsten, schlimmsten überhaupt. Dass es Nintendo damals geschafft hat, nach der Wii, die zum damaligen Zeitpunkt Nintendos erfolgreichste Konsole war, dass sie das geschafft haben, den Nachfolger so dermaßen in den Sand zu setzen, wegen schlechtem, falschen Marketing, dass es einfach nur peinlich ist. Anstatt dass sie so, die Wii U, die hat sie so dermaßen scheiße verkauft, Digga. Die hat sie so unfassbar scheiße verkauft, nur weil die einfach zu blöd waren, den Leuten klarzumachen, yo, das ist eine neue Konsole, das ist kein Add-on für die Wii. So viele Leute haben das damals einfach geglaubt. Dass die Wii U, die haben wirklich geglaubt, nur dieser Tablet-Controller ist ein Zusatzgerät für die Wii. Haben richtig viele Leute damals geglaubt und deswegen haben die sich die dann natürlich nicht gekauft, weil die dachten, yo, brauche ich ja nicht. Ich brauche ja, wozu soll ich jetzt so einen Tablet-Controller für die Wii kaufen? Und die haben nicht gecheckt, dass das nur der Controller ist von der neuen Konsole. Die haben das nicht gecheckt, weil Nintendo das Marketing verkackt hat. Nachdem die Wii U aber sowas von verkackt, also die hat das so komplett reingeschissen, ne? Das ist ja das Ding.
Ist irgendwie auch komisch. Bei Nintendo immer eine Konsole geil, die andere nicht so. Nintendo 64. Ja, war schon cool. Dann kam der GameCube. Ja. Also verkaufszahltechnisch war der GameCube jetzt nicht so krass unterwegs. Also der hat gegen die PlayStation 2 natürlich komplett abgestunken. Was eigentlich auch klar sein dürfte. Dann kam die Wii. Einfach wie eine Rakete davon gezogen. Einfach, ne? Verkaufszahlen sind explodiert. Mit der Wii hat es Nintendo geschafft. Hat natürlich ein bisschen gedauert. Die hat es sich doch dann irgendwann mal über 100 Millionen Mal verkauft gehabt, die Wii. Denkst du so, geil. Nintendo hat es eigentlich geschafft, haben eine Konsole rausgebracht, verkauft sich über 100 Millionen Mal. Richtig nice. Dann kommt die Wii U. Und die scheißen voll rein. Dann kommt die Switch. Ist wieder geil. Was soll ich jetzt davon halten? Ist die nächste Konsole dann wieder scheiße oder was? Ist die dann wieder ass? Wahrscheinlich, weil die Hardware wieder nicht reicht. So, jetzt mal ohne Spaß. Wie bekomme ich diesen Hurensohn-Kristall da raus? Ich kann das schon wieder nicht. Ich hasse alles an diesem Game, besonders seine beschissene Kack-Physik-Rätsel-Scheiße. Ich möchte doch einfach nur diesen Wix-Kristall da raus haben. Mit einer Rakete geht es nicht, weil dieses dumme Scheißteil umkippt. Was soll ich jetzt bitte machen? Wie kriege ich diesen Hurensohn-Kristall hier raus? Ich kann den da nicht hochschießen. Der kippt immer zur Seite, wenn da eine Rakete dran klebt. Wie sind denn nicht mehr irgendwelche anderen Sachen zum Bauen so? Soll ich jetzt hier drei Kisten aneinander kleben oder was? Und dann den Kristall hier dran machen. Das kann ja auch nicht funktionieren. Wollen die mich verarschen schon wieder mit diesem ganzen Dreck? Das ist halt so unnötig. Du brauchst ewig lange für diesen Schwachsinn hier. So. Weiß hier nicht noch eine zweite Rakete irgendwo? Da hinten. Ich will doch einfach nur diesen scheiß Schrein machen. Das Spiel lässt mich ja nicht. Ja, das geht doch komplett in die Hose. Achtung! Ja. Tolles Spiel, Nintendo. Wirklich tolles Game. Definitiv Game of the Year. Definitiv Spiel des Jahres. Definitiv Spiel des Jahres. Also was bitte haben die geraucht? Jetzt habe ich auch schon wieder keinen Bock mehr. Jetzt gucke ich hier nach. Wo sind wir? Wir sind hier. Welcher blöde Pissschrein ist das jetzt genau? Wo ist das Ornidorf? Das ist da. Wir sind hier unten. So. Ja, super. Das ist eine super interaktive Karte, weil da nicht mal steht, wie man diesen Wix-Kristall da hochbekommt. Das steht da halt einfach nicht mal dabei. Richtig super. Du kannst ja nicht mal eine Lösung raussuchen, weil scheinbar weiß kein Schwanz, wie man das macht. Ich weiß es jedenfalls nicht. So. Was zur Hölle sollen wir jetzt machen? Rakete funktioniert halt nicht. Aber eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wenn ich das Ding straight nach oben schieße, fällt das doch irgendwann wieder zurück nach unten.
Ich kann nicht mal abschätzen, ob ich direkt. Ja, das muss. Das muss, wenn dann genau hier in die Mitte. So. Kann ich hier vielleicht selber mit rauf? Ja, nee, das fällt ja um. Ich da jetzt auch noch drauf stehe. So, Achtung! Ja, siehst du? Die eigene Physik in dem Spiel ist einfach für den Arsch. Warum hat denn das jetzt nicht funktioniert, hä? Jetzt so einfach nur hoch starten müssen, hä? Du komische Rakete, du. So langsam habe ich keine Lust mehr auf diesen Scheiß, ne? Langsam habe ich echt keinen Bock mehr. Was bitte muss man hier machen? Ich checke es nicht. Wie bekomme ich diesen Hurensohn-Kristall da hoch? Ja, siehst du, kippt ja um. Die wollen mich hier doch wirklich verarschen. Was ist denn das für eine dumme Scheiße schon wieder? Flieg doch einfach da hoch, du blödes Stück Scheiße. Als ob das nicht geht. Einfach straight nach oben. Geht nicht. Es geht mit einer Rakete nicht. Wenn ich ohne die Kisten das mache, dann kippt dieser Scheißkristall einfach um. Und dann fliegt er irgendwo gegen die Wand. Was für ein Ding, was sind die... Soll ich mehr... Ja, Digga, weißt du was? Ganz ehrlich. Ja, genau. Habt ihr recht, ganz ehrlich. Nintendo war hier wieder mal selber zu dumm und haben die falschen Sonobauteile hier in diese Höhle reingetan, weil eigentlich... Ja, eigentlich hätten diese Vollidioten einen Heißluftballon doch hier hin tun sollen. Wenn wir uns mal ehrlich sind, weil so kommst du doch ganz einfach da hoch. Da habe ich das sogar in der Bauautomatik, habe ich doch, glaube ich, einen abgespeichert. Irgendwo. Da, Ballon. Hallo? Oder Doppelballongleiter. Meinetwegen auch das. So. Und jetzt den Scheißkristall da hoch, da drauf. So. Und jetzt aufwärts. Das waren die falschen Bauteile, ihr Affen. Nintendo, Alter. Dann einfach kacken gehen mit euren scheißbehinderten Wix-Rätseln hier. Jetzt mal ohne Scheiß. Warum macht man da unten Raketen rein, wenn du einen fucking Heißluftballon brauchst? Dann hau da doch die Bauteile in die Höhle rein, du Depp von Level Design. Hast du wohl vergessen, hast du wohl verwechselt. So. So einfach hätte es sein können. Aber die waren ja nicht da. Da war ja nichts zum Bauen für einen Scheißballon. Da waren ja keine Bauteile für so einen Drecksballon. So, komm, halt doch deine Fresse jetzt mit deinem Scheißschrein. Ich hau dir gleich auf die Schnauze, ja. Was ist denn das zu fassen? Hätten sie doch gleich so machen können. Sonst liegt immer alles irgendwo rum, was du brauchst. Und hier? Nö. Hier soll ich es mir aus dem Arsch ziehen, den Ballon. Hier soll ich den Ballon hinkacken, dass ich den benutzen darf. Ich glaube, das... Weiß nicht, war das so gewollt, dass du Bauautomatik verwendest? So, oh, dankeschön, das ist ein raues Segenschreiner. Das habe ich mir, glaube ich, jetzt auch verdient. Dankeschön. Hochleistungsbatterie, ja, da steckt die doch sonst wo hin. Habe ich gar nicht nötig. So.
Warum haben die da überhaupt Raketen dran gemacht? Also reingetan in die Höhle. Das war ja Quatsch. Hat der mit Raketen nicht mal funktioniert? Das hat er nicht mal abgehoben. Also wenn man schon so ein Rätsel macht, dann bitte mit den richtigen Sonar-Bauteilen. Und dann nicht einfach irgendeine Scheiße random in die Höhle reinmachen, mit der du nichts anfangen kannst. Soll noch einfach kacken gehen mit ihren Scheißschreien. Das sind doch einfach nur irgendwelche dummen Wichspuzzle, die überhaupt keinen Spaß machen. So, es ist einfach so. Das macht alles überhaupt keinen Spaß. Also wie die Leute das so hart feiern können, wenn das eigentlich das Unnötigste überhaupt ist. Wie lange habe ich jetzt für diesen Scheißdreck gebraucht? Zu lange. Zeitverschwendung meines Lebens mal wieder. Absolute Zeitverschwendung. Ich könnte mir auch vorstellen, ich habe den allerschlimmsten und schwierigsten Schrein im Spiel wahrscheinlich noch nicht mal gefunden. Hä? Kann das sein, dass ich das allerkrasseste und schlimmste noch gar nicht entdeckt habe? Dass es wahrscheinlich irgendwo noch so einen unfassbar hardcore-megamäßig kranken Schrein gibt, wo du einfach wirklich Physik sein Urgroßvater sein musst, um das dann zu checken, was du da machen musst. Nee, ich glaube, es gab keine anderen Sonobauteile in der Höhle. Ich hätte jedenfalls nichts gesehen. Da lagen sprichwörtlich zwei Raketen lagen da rum. Und das war's. Mehr habe ich da drin in der Höhle nicht gesehen. Und deswegen verstehe ich es halt gerade überhaupt nicht, was das sollte. Weil dann hätte man gleich einen Ballon dahin legen können als Sonobauteil. So, guck mal, da ist noch ein Schrein, da waren wir noch nicht. Nee, also manchmal bin ich für das Game einfach zu blöd, ich weiß. Auch nach über 100 Stunden spielst du immer noch für das Game zu dumm. Das ist ja doch einfach nicht meins. Mein Hirn funktioniert eben nicht so. Für mich gibt es nur immer die eine Lösung. Wenn die nicht klappt, dann funktioniert es eben gar nicht. Das ist furchtbar. Ich brauche keine 5 Millionen verschiedene Lösungsansätze und Möglichkeiten. Gib mir einfach die eine Lösung, wie man es richtig macht, und ich mache dir das. Ta-Ujo-Sipuni-Schrein. Sag das mal ziemlich schnell hintereinander. Umbrecher. So, guess what? Because I call Bullshit. Sicher ist sicher. Raketenschild. Falls es mir zu blöd wird. Nehme ich mir zwei Raketenschilde mit. Aber nur im äußersten Notfall, weil du kannst es ja wirklich nicht wissen, was denen da drin wieder für eine Kacke einfällt. So, das ist halt einfach nur noch mehr, für das Spiel kriege ich ein Brain Damage. Ich bin gar nicht mal selber schuld, das Spiel selber ist so. Das Spiel selber fickt mein Hirn schon seit über 100 Stunden. Ich habe da oben nur noch mehr Matschepampe im Kopf. Ja, vorwärts oder rückwärts? Frage ich mich bei der Zelda-Formel auch. Hat sich Nintendo auch gefragt.
Wie machen wir es denn ab jetzt mit der Sellerie? Gehen wir volle Möhre, volle Kanne, volle Pulle vorwärts und hauen alles über Bord, was Seller jemals ausgemacht hat? Oder gehen wir wieder zurück zu den Wurzeln? Also im Prinzip wollten sie eigentlich zurück zu den Wurzeln, aber ich finde, die sind mir ein bisschen zu weit zurückgegangen. Die sind einfach zurückgegangen zu Zelda 1. Das habe ich sowieso nie gespielt. Und ich glaube, ich bin mir auch verdammt sicher, was ich so gesehen habe von Zelda 1. Bro, ich fühle das Spiel nicht mal. Also, Geschmackssache, aber. Also, ich habe halt auch überhaupt nicht das Bedürfnis. Ich habe gar nicht das Verlangen, Legend of Zelda 1 fürs NES zu spielen, so. Ich finde das Game einfach mega langweilig. In der Art und Weise, wie es ist, finde ich es einfach langweilig. What? Ich habe schon verstanden, die Kugel muss da rein. Habe ich schon verstanden. Ich bin für so eine Spiele bin ich halt einfach nicht gemacht. Ich spiele ja auch sonst keine Rätselspiele. Weil ich dafür einfach zu dumm bin. Ich geb das an der Stelle auch nochmal zu. Ich bin für das Game zu dumm. Ja, ich bin für Tears of the Kingdom einfach zu blöd. Und zu unkreativ. Ich weiß schon wieder nicht, was ich hier bitte machen soll. Wie kriege ich denn diese blöde Kackkugel jetzt einfach da? Ich kann ja die Rampe nicht drehen. Wenn das Ding wieder mit Zeitumkehr zurückrollt, das rollt ja dann oben wieder da rein. Also, wie zum... Das muss ja da... Ne? Ich kann doch mit der anderen Kugel kann ich doch kaum was machen. Die kann ich doch eigentlich nur nehmen. Oder... Ach so, nee, warte mal, kann ich... Nee. Mann! Ich hatte es doch fast. Warte. Warte, 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 warte. Stopp! So. Kurzer Moment mal. So. Und jetzt. Zeitumkehr, während ich auf dem Schalter stehe. Und bei der Kugel, die vorne ist. Die müsstet ihr doch jetzt einfach zurückschieben. Oder nicht? Hä? Ah. Guck mal, der hat's doch geschafft. Doch nicht so blöd. Doch keine 5 IQ. Sondern ein bisschen mehr. Ah, toll. Jetzt müssen wir das wieder... Ich bin ja nur froh, dass es in dem Game keine Pyro-Rätsel gibt. Die fand ich, glaube ich, im schlimmsten in Breath of the Wild. Die fand ich, glaube ich, wirklich am schlimmsten. Okay, warum kann ich das nicht grabben? Also die Rätsel fand ich
richtig schlimm. Wo du so Plattformen oder irgendwelche Sachen so komisch drehen und kippen musstest, das war regelrechter Krampf. So, Nintendo, deine Mutter mal wieder. Aber das war's immer noch nicht ganz. So, in aller guten Dinge sind ja drei. So, bitte was, wie, wer, wie, was, wann, wo? Mhm. Okay. Ja, und dann? Ja. Nun. Das Ding kann ich doch nicht so austricksen. Der Zeitung hier. Oder doch? Er arscht. So, vielleicht war das so gewollt. Er weiß es nicht. Er hat's geschafft, Leute. Er hat's geschafft. Er hat's endlich geschafft. Es wäre jetzt egal, ob das so gewollt war oder ob das nicht so gewollt war. Ich hab's auf die Art gelöst. So. Wenn Nintendo jedes Mal davon redet, sie möchten dem Spieler mehr Freiheiten geben, dann bitteschön. Das war meine Freiheit in dem Spiel. Man, vielleicht hätte man es eh so machen sollen. Ich habe keinen Plan. Ich probiere so lange rum, bis ich es irgendwie hinbekomme. Wenn es gar nicht klappt, dann jo. Klappt es nicht.